bisher geschah. Es ist doch voll bescheuert, hier alles zu mähen. Wenn wir hier einfach einen Zaun drum machen, dann können die Pferde hier grasen. Du meinst dieses Stück hier? Ja. Ja, wir haben doch da drüben auch noch ein paar Zaunlatten. Das hast du doch hier im 0,nix fertig. Wenn, dann hilfst du mit. Dann guck doch einmal, bevor wir jetzt überhaupt anfangen, ob wir genug Lattung haben, dass wir hier wirklich einmal in eine Runde kommen. Rechne das einfach mal aus und dann gucken wir. Der ist doch viel zu kurz. Was hat sie denn jetzt vor? Bitte nicht noch einen Zaun kaputt machen. Pass auf. Grinst sie sich einen ab da oben drauf. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob sie so schlau ist, das Ding hochzumachen. Vicky, du musst das hochmachen. Oh. Hätte sie ja spätestens beim Durchfahren gemerkt. Manchmal muss man die Jugend einfach machen lassen. Es sei denn, man hat nicht mehr genug Latten am Zaun. Also mein Job ist hier getan. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was die Kinder heutzutage in der Schule lernen, weil ein bisschen Gehirn braucht man doch auch für sowas. Und irgendwie 400 Hektar, das Stück. Ganz ehrlich, das sind doch maximal 390, oder? Das könnte ungefähr hinkommen. Stück. Weiter, 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 weiter. Stopp! Ich gehe mal lieber zur Seite. Du musst schön aufpassen, ne? Das schwankt. Garden Gage, time passed, wedding day. And my feet turned cold at the tone of those wedding bells. I felt bad, everybody got dressed up, but I knew I messed up, so I had to fess up that all I really wanted was just to get drunk as hell. So I jilted that poor woman and I got drunk as hell. I'm a talking about hellfire. Ja, ich hoffe, dass sie hier durchkommt, weil hier wird's wirklich schmal und dass sie nicht vergisst, es da über das Gatter höher zu kriegen. Wir haben schon Schaulustige. Hellfire. Na, Falki, machst du gleich auf den Hackenkehren, ne? Aber auf der anderen Seite steht die Kuh. Nur irgendwie auf der falschen Seite vom Zaun. Oh, das hat sie aber super gemacht, auch da mit dem Dach, mein lieber Scholli. Musst du ganz langsam fahren, ne, dass das nicht schaukelt. Weil da ist es ja so ein Hügel. Ja, aber hier ist er noch nicht durch. Du musst noch ein Stück weiter vor. Nicht kippen. Du musst, ja, genau, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Stopp. Und jetzt fährst du noch ein Stückchen weiter. Noch ein Stück, noch ein Stück. Jetzt kannst du runterlassen, langsam. Ganz langsam runterlassen, ganz langsam. Ja, genau. Schön fließend. Ganz ruhig noch weiter, weil du bist durchs Tor. Ja, ich glaub, du kannst es auch noch tiefer lassen, dann ist es noch besser für dich, glaube ich. Genau, geht noch tiefer. Ja. Super! Klasse! Ja.
Klasse. Und wenn Ariane mal irgendwann die Nase voll von Pferden hat, kann sie ja Reitstunden auf Baumaschinen geben. Richtig, richtig gut macht Vicky das. Es ist ja nicht ganz ungefährlich, aber auch das muss man lernen und auch dieses langsame Runterlassen, weil da ist ordentlich Gewicht drauf, es ist ein langer Hebel. Und das hat man eben gesehen in ihrem Gesichtsausdruck, als der Radler da plötzlich Dong, Dong gemacht hat. Dann wurde es aber kurz blass. Aber jetzt hat sie es geschafft. Mal gucken, beim nächsten Mal weiß sie das schon. Dong, Dong kann sie mit Falco aber auch schon gut machen. Aber wer durch den Zaun fährt, der muss auch das lernen. Hauptsache, sie fährt nicht jetzt durch den Zaun. Hast gesehen? Falco hat gleich Reis ausgenommen, als er deine Paletten gesehen hat. So, ich mach die eben auf, ne? Das passt. Ist gut so. Ist gut so. Ich sehe sonst nicht. Ach so. Macht nix. Fährst du halt nach Gehör. Könnt es auch wieder runter machen. Jetzt aber mal bitte ohne Dong Dong. Super. Guck mal, Falki, was es hier alles gibt. Ja. Da möchtest du gerne hin, ne? Möchtest gerne gucken. Ja. Da machen wir was für euch, ne? Falki? Hätten wir jetzt schon so ein ganz bisschen Zaun hier in der Runde, könnten die sogar mit dabei fressen, während wir Zaun bauen. Die Idee wäre jetzt eher von Vicky zu erwarten gewesen. Du hast schon geschneit, dass das für euch ist, ne? Soll ich mal deine Decke richtig machen? Ist aber besser, wenn du die aufhast. Ne? Komm mal ein bisschen dichter. Da steht ein Zaun. Komm mal ein bisschen dichter, dann kann ich da dran mal ziehen. Ja, Falco hat schon 165 drauf, aber es ist trotzdem alles viel zu klein für ihn. Ich habe jetzt erstmal geordert, dass wir eine neue Fliegendecke kriegen. Tjo. Ah ja. Oh, heute mal kein Schirm auf. She ain't ever going home.